So, das morgendliche Chaos ist beseitigt. Alles wieder am Fahrrad. Es kann wieder losgehen. Es ist 7:05. Richtig gut wieder. Schön früh los. Und es geht heute Richtung Lüneburg auf dem Ilmenau-Radweg. Den habe ich mir heute ausgesucht. Denn weiter Richtung Uelzen. Und dann geht es weiter nach Celle. Wieder über 100 Kilometer vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr. Mal sehen, wie weit ich komme. Der Wind ist auch schon wieder da, aber soll heute nicht so stark werden. Temperaturen sind wieder top. Allerbest. 14 Grad wieder heute Morgen. Genau richtig. Naja, dann will ich mal starten in einen richtig schönen Tag und ich wünsche euch viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Kilometer gefahren und ich befinde mich hier jetzt auf dem Ilmenau-Radweg Richtung Lüneburg erstmal. Ach, richtig schön hier, toller Morgen, tolle Stimmung. Ja, ist immer wieder gut, so früh los zu sein, losgefahren zu sein. Wir haben uns zum Campingplatz. Es war relativ ruhig, ja, da waren ein paar, die haben ein bisschen Musik gemacht. Aber ab 9 Uhr habe ich nichts mehr gehört. Gut geschlafen, bis 5 Uhr morgens durch. Ich schlafe richtig gut im Zelt, das muss ich sagen. Die Umstellung habe ich wieder ganz schnell bewältigt. Ja, man ist ja auch kaputt. Ja, der Campingplatz war gut, war eigentlich in Ordnung. Ja, es war keine Beleuchtung da, dadurch war es immer recht dunkel. Ja, konnte man, deswegen konnte man wahrscheinlich auch gut schlafen. Und ja, die sanitären Anlagen auch völlig okay. Das waren mehr so eine mobilen Dinger, die man schnell wegfahren konnte. Aber richtig schön modern, war relativ neu, also alles top. Die Dusche hat gut getan. Ich habe morgens geduscht, bevor ich losgefahren bin direkt. Also das ist echt toll. Jetzt ist man so richtig schön frisch. Frisch ist es jetzt nicht mehr, die Sonne hat schon leicht Kraft. Und ja, Lüneburg, ich glaube nur noch 8 Kilometer bin ich schon da. Aber auf dem Ilmenau-Radweg, da werde ich vielleicht nicht ganz hundertprozentig folgen. Wird auch nicht wieder alle Sehenswürdigkeiten anfahren. Mitten durch Lüneburg, glaube ich, fahre ich auch nicht. Also ich fahre meistens an alles vorbei. Es ist wieder die Strecke, das Ziel. Also, naja, ich muss weiter an diesen richtig schönen Morgen. Seit Badowick fahre ich jetzt an diesem Weg
Das müsste der alte Treidelweg sein, an dem die Schiffe gezogen wurden mit dem Salz von Lüneburg. Richtig toll. Sind jetzt schon einige Kilometer. Es ist jetzt 9 Uhr, 24 Kilometer gefahren. Es ist Zeit für ein zweites Frühstück. Mein erstes ist ja schon länger her. Ich habe hier so eine schöne Hütte. Scheint schön die Sonne rein. Die Jacke kommt gleich aus. Es wird ordentlich was wärmer jetzt. Der Weg ist klasse. Was will ich mehr? Also geht es gleich weiter Richtung Lüneburg. Aber jetzt noch eine kleine leckere Frühstückspause. Jetzt beginnt auch für mich so richtig diese Reise, denn jetzt komme ich langsam auf Wege, die ich noch nie gefahren bin. Zum Beispiel Lüneburg bin ich noch nie gewesen mit dem Rad, so schon mal. Mal so einen kleinen Ausflug oder so, aber nicht mit Rad. Und auch hier an der Ilmenau war ich noch nicht. Also alles neu. Das freut mich jetzt. Endlich beginnt die Reise richtig außerhalb von Schleswig-Holstein. Richtig toll. Schöner Weg. Ja, hobbelig ist es auch hier ein bisschen. Egal. Das Wetter ist einsame Klasse. Super warm. Was will ich mehr? Naja, weiter nach Bienenbüttel, Bad Bevensen. Das war schon angeschlagen. Der nächste Highlight auf meiner Strecke Richtung Garmisch. Verdammt schön hier, toller Weg, aber pustig, ja, doch ein bisschen als Gegenwind. So schön wie hier war es jetzt nicht die ganze Zeit. Auch viel durch Wald hatte ich auch schon vor Bienenbüttel. Da war das geschottert mit den Schottersteinen aus dem Gleisbett. So grob war das teilweise. Aber was ich auch jetzt gemerkt habe, also wenn da Sandlöcher waren, ist überhaupt kein Problem mit diesen dicken Reifen, die ich drauf habe. Ja. Richtig stolz. Das macht richtig Spaß. Und die Füße haben es jetzt auch gut. Ich habe zum ersten Mal Sandalen an. Habe ich sonst nicht. Ich habe ja immer
feste Schuhe. Die habe ich jetzt hier erstmal vorgespannt auf den Kleintaschen. Naja, weiter geht's. Nicht so schnell wie der ICE da hinten. Bad Bevensen habe ich passiert. Da gab es eine kleine Zwischenmahlzeit zum Mittag. Und jetzt darf ich wieder hier einen schönen Radweg fahren. Richtig toll hier durch den Wald. Jetzt hat man hier auch so wieder ein bisschen Aussicht. Tolle Häuser. Einfach klasse. Der nächste größere Ort, oder eher gesagt Stadt, ist ja schon Uelzen. Müssten noch so 16 Kilometer sein. Moment, hier ist ein Schild, werdet ihr gleich sehen. 15. Ist ja auch schon nicht mehr so weit. Naja, weiter geht's. Also nach Uelzen. Jetzt ist auch schon Uelzen passé, aber natürlich schön genutzt für ein leckeres Eis. Das tat jetzt richtig gut, echt, das ist richtig warm, 25 Grad. Der Wind ist total warm, aber einfach genial. Ich muss das Wetter nehmen, wie es kommt. Demnächst ja, wird es wahrscheinlich irgendwann mal umschlagen. Das sagen sie schon die ganze Zeit, er schiebt sich nur irgendwie so ein bisschen nach hinten. Aber es soll ordentlich kommen, Regen, also ein, zwei Tage noch mehr. Habe ich richtig tolles Wetter und dann könnte es umschlagen, werde ich sehen. Jetzt geht es hier weiter Richtung Duderburg und so weiter und so fort. Celle ist noch weit weg.
ein toller See hier, der Hartausee oder Hartdauersee. Da drüben ist irgendwo ein Campingplatz, ja, ein Schwimmbad, Freibad, aber es ist Blaualgenalarm hier. Stand irgendwo, habe ich im Vorbeifahren schnell gesehen, ja, Blaualgen. Schwimmen verboten. Ja, schade, wäre bestimmt eine schöne Abkühlung hier gewesen. Ich habe jetzt noch, ja, 34 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz, der ist kurz vor Celle. Den werde ich mir dann mal angucken, aber so ein paar Highlights werden noch kommen. Richtig schön. Ach, tolle Strecke eigentlich, ja, okay. Sehr hoppelige Wege sind auch dabei, aber das ist jetzt nun mal dabei beim Ilmenau Radweg. Aber der ist auch bald vorbei. Hier irgendwo entspringt die aus ihren zwei Quellflüssen. Und jetzt, ja, geht's weiter. Ja, gerade habe ich aber noch mal gemerkt, ich bin ein bisschen schneller auf Sand. Gerade eben waren welche auf Gravel-Bikes unterwegs, die kamen nicht so gut voran. Da war ich genauso schnell. Also Breitreifen sind auch manchmal gar nicht so schlecht, auch am Fahrrad. Das nenne ich doch mal Waldautobahn hier. Im Moment geht das irgendwie nur von einer Gerade zur nächsten. Schaut euch das hier mal an. Leute, das war gerade ein schrecklicher Weg. Da war alles, was man nicht haben wollte. Sand, grober Schotter, Kopfsteinpflaster aus Feldstein. Also richtig schlimm, jetzt fast, ich weiß gar nicht, über 10 Kilometer. Ich habe gekämpft, aber es ist alles nicht so schlimm, wenn man jetzt hier steht. Ja, ich bin hier in Eschede. Ich glaube, einigen wird es bekannt sein vom Zugunglück am 3. Juni. 1998. Leute, ja, hier ist es zerschellt. Der ICE Wilhelm Konrad Röntgen. Wir haben 101 Menschen ihr Leben verloren. Hier unten ist die Gedenkstätte. Für jedes Opfer ein Baum. Ich bin hier schon mal gewesen. Da waren die gerade frisch gepflanzt. Da waren die noch ganz klein. Das ist schon lange her. Ja, aber es ist echt 24 Jahre schon her. Die Zeit, die rennt. Ich kann mich noch erinnern an die Bilder. In den Nachrichten. Schrecklich. Ja, hier ist wieder alles aufgebaut worden, aber vergessen wird das hier nie. Dafür steht diese Stätte. Boah, ich bin ganz schön geplättet schon wieder von dieser Hitze. Aber es ist nicht mehr weit, 12 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Also weiter geht's Richtung Celle. Es ist nicht mehr weit.
ganz alleine auf weiter Flur hier auf diesem Campingplatz. Hier ist echt nicht viel los. Campingplatz am Silbersee bei Celle. Nichts los hier. Das sieht so ein bisschen altbacksch aus hier. Nicht so modern, aber soll modernisiert werden. Das steht, wie es im Internet. Wir sind dabei. Ich stelle mich hier unter die Birke, damit das Zelt auch wieder schön trocken ist morgen früh. Strom ist direkt dran. Ja, was will ich mehr? Aber eigentlich brauche ich keinen Strom. Ja, Sonne, der Lader, der USB-Lader hat auch wieder alles vollgekriegt. Also bis jetzt bin ich autark unterwegs. Langt für die GoPro und das Mikro sowie ja, das Handy. Dafür langt's. Naja, ich muss erstmal aufbauen, Taschen ab und dann werde ich mal zum Restaurant gehen. Da soll ich mich anmelden. Ja, Leute, das ist Summer Feeling pur. Das ist noch so warm. 19 Uhr. Boah, ist richtig toll, muss ich sagen. Ich habe mich hier eingerichtet. Ich habe noch nicht die Oberhaut rübergepackt. Ich glaube, das lasse ich. Das soll wieder nur 16 Grad werden. Es ist eigentlich sehr warm. War mir letzte Nacht schon fast ein bisschen zu warm im Schlafsack. Ich habe jetzt nur da drin den Hüttenschlafsack ausgebreitet. Ich glaube, das langt. Ich kann hier die Sterne sehen nachher. Sonst kann ich das immer noch überwerfen, die Oberhaut. Aber ich lasse das erstmal so. Das ist noch so warm, es ist total Sommer. Ach, es war so ein toller Tag wieder. Ja, die Streckenbeschaffenheit war wieder. Oh la la, aber es war eigentlich der Beginn der Reise für mich, weil ich die Wege fast nicht alle kannte. Alles Neuland, okay, kein gutes Neuland. 10 Kilometer nur über schlechte, richtig schlechte Wege, aber es war toll an der Ilmenau. Toller Radweg, ich habe ihn nicht ganz genau verfolgt, also da muss man noch mal eine extra Tour machen, um auch noch mal richtig Uelzen und Lüneburg zu schauen. Ich habe ja nur so einen kleinen Schlenker reingemacht, ganz vorbeifahren konnte ich ja doch nicht. Ich habe mich ja doch wieder verwöhnen lassen. Eis, ein schönes Brötchen zwischendurch mit einem schönen Kakao, bin ja kein Kaffeetrinker. Und hier gerade eben noch bei der Anmeldung 2 große Radler und eine Pizza, das hat richtig gut getan, einen ganzen Liter. Das ging so weg. Ich merke das eigentlich während der Fahrt nicht, wie trocken, wie wenig ich getrunken habe. Das ist echt komisch, aber wenn ich denn jetzt hier stehe, zur Ruhe komme, dann merkt man das, wie ausgetrocknet man ist. Ich trinke zwar immer zwischendurch, ich habe bestimmt 2, 2,5 Liter unterwegs getrunken, nochmal was eingekauft, also bei der Tanke oder so, nochmal extra, was ihr nicht gesehen habt. Trotzdem, man muss mehr trinken. Das ging jetzt so runter. Ich habe auch noch genug zu trinken hier. Wasser ist hier in der Nähe. Ja, 10 Euro kostet der Campingplatz. Ich will mal sagen, gerade noch ausreichend. Es ist wirklich ein bisschen heruntergekommen, ein bisschen alt. Restaurant war gut. Hat sehr gut geschmeckt alles. Aber hier die Toiletten und Dusche, Gemeinschaftsduschen, sage ich bloß. Ja, das ist nicht mehr up to date. Es wird Zeit, dass mal ein bisschen modernisiert wird. Ja, aber für mich langt es auf jeden Fall. Es ist sehr groß hier, ein schöner Badesee, der auch jetzt noch gute Badequalität hat. Also Blaualgenalarm ist hier nicht perfekt. Also muss ich sagen. Sonst, wenn das ein bisschen moderner wäre noch, vor allen Dingen Dusche und Toiletten muss ein bisschen modernisiert werden, dann ist das auch wieder top hier. Es ist ein bisschen die Eisenbahn in der Nähe, die Strecken, aber die werde ich nicht hören. Ich merke schon, also 19.15 Uhr ist es gleich, die Augen fallen schon fast zu, aber ich werde mich noch mal waschen. Ich habe mir schon mal grob den Dreck von den Füßen gewaschen, also ich war richtig eingestaubt. Uiuiui. Aber zwischendurch musste ich mich auch abkühlen. Ich habe echt mal Wasser über mich rüber gekippt. Das habt ihr auch nicht gesehen, aber ich war mal ganz nass. Mit klarem Wasser, kein Seewasser, sondern so vom Friedhof oder so. Schön 7 Grad, erdkalt. Boah, das tat gut. Bestimmt 3-mal. Es ist ja noch nicht mal die große Hitze, aber ich bin Nordlicht und kann das nicht so haben. Und es waren 130 Kilometer. 119 waren geplant. Okay, 4,5 sind es allein schon
wieder Zuwegung gewesen vom Campingplatz heute Morgen bis zum Trek. Und hier sind es auch noch mal zwei und dann das alles zwischendurch, was ich noch gemacht habe, in die Stadt reingefahren. Das kommt noch alles dazu. Also ich habe jede Menge Kilometer wieder zu viel gemacht. Aber ich muss sagen, die Beine sind fit. Ich bin nicht kaputt von den Beinen her. Bisschen vom Kopf, die Sonne. Leute, die hat wieder gebrannt heute. Ja, so zwei Tage habe ich noch. Dann wird es schlechter, das Wetter, so wie es aussieht. Dann schlägt es um. Aber ich muss sagen, ich hätte auch mal Bock, durch den Regen zu fahren. Weil selbst im Norden bei uns Regenfehlanzeige. Es ist auch schon alles ausgedorrt. Am Anfang hat es noch geregnet vom Sommer, aber dann hört es auf. So wie hier ist es auch alles trocken. Es wird schon herbstlich. Es wird Zeit, dass es regnet. Auf jeden Fall. Ja, und es ist Zeit, diesen Tag zu beenden. Also sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin und tschüss. Ich will jetzt keine Abschiedsszene mehr drehen. Das war's auf jeden Fall. Bis morgen. Und morgen, wo geht's hin? Ja, morgen komme ich langsam in die Mittelgebirge. Ich habe nämlich schon fast 400 Kilometer geschafft. Nicht ganz. Fehlt noch ein kleines Stück. Es sind noch 814 Kilometer bis Garmisch. Das schaffe ich. Auch im Regen, wenn das nachher in zwei Tagen kommt. Ist mir egal. Ich schaffe das. Bis hierhin war es toll. Ja, ich muss aufhören. Ich sabbel immer weiter. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin.